Hallo liebe World of Warcraft-Fans, willkommen zu Folge 24 von Blondie. Me, Myself and Blondie quasi. In der wir die kleine Schurken begleiten auf ihrem Weg zur 110. Wir sind hier immer noch dabei, irgendwelche Leute von Kurzen umzuboxen. Nehmen dabei das mit, was geht. Auch ein Erz. Da hinten steht er. Oberstabschef Miranda. Das Schöne ist, als Schurke, wir können sie einfach durchschleichen. Das ist sehr angenehm. Okay, müssen wir noch weiter? Jupp, müssen wir. Mit einem Caster oder so in Magier wird mich noch interessieren. Aber dann vermutlich auf Hordenseite. Undead Mage oder sowas. Kurz ein Schattenjäger. 18. Oder auf irgendeinem völlig anderen Server, den ich einfach auswürfeln werde. Das wird schön. Kurz ein Stabschiff. Nee. Stabschefs hatten der Oberstabschef Esquiel. Aha. Erstmal Daniel, haben wir ein bisschen Platz. Oh no. So, muss man mal heilen. So ein bisschen. So, jetzt blutet alles. Wie lange sind die noch gierig? Oh, wir müssen einmal nachlegen dann. Oh, lief doch gut. Gleich mal neue Gift auflegen hier. Können wir was mitnehmen? Nein, müssen wir nicht. Wir können ja alle mitmachen. Das wird ja nicht schaden. Denke ich zumindest. Und ich weiß auch, ich bin euch noch ein paar Dungeons schuldig. Alles, was halt so anfällt. So. Mal einen Sprint hin. Doktor, da verzichte ich auch auf das Erz. Und dann müssen wir noch da runter. Da oben waren wir nämlich schon. Und ist hier schon Respawn? Nein, noch nicht. Gut. Kurz ein Elite-Soldat. Und was? Zinn. Also hier in der Höhle gibt es viel Zinn. Falls wir es brauchen. Muss ich das direkt merken? Ach Gott, was ist das auch noch? Ein Schamane gewesen. Wo ist denn der? Oberstabschiff Gaulus. Ach meine Fresse. Das sind ganz, ganz komisch aufgebaute Höhlen, wo man immer hier unten rum muss. Um den dann hier wieder zu sehen. Okay, als Magier oder sonst was. Genau, unter den. So, und der letzte noch. Da
Das ist auch noch ein Schamane. Läuft, und jetzt kommen wir, müssen wir wieder hier wieder zurück. Es ist einfach nur nervig. Sprung ist wieder ready. Schön. Dann geht es hier an der Stelle schon mal etwas schneller. Was doch ganz interessant ist und auch ganz angenehm. Und wieder fertig. Das sind nur 8 Sekunden, okay. Aber hier ist noch kein Respawn. So, jetzt haben wir zwar in der Höhle hier ausgelockt. Ich schleiche mich einfach mal raus. Weil alle anderen hatten wir schon umgehauen. Oh, das war knapp. Stimmt, da hier sind ja die Tarnkollegen wieder dabei. Da ist einer. Kommandosoldaten Södele. Immer noch einer. Beulengas. Ist daran gut ranzukommen? Nicht wirklich. Ja. Schön ist, dass man erst aufsitzt und dann die Verstohlenheit schwindet. Hier ist noch Zinn. Das nehmen wir mit. Und dann geht's zurück zum Quest abgeben. Beginn Kampf. Und keinen Schlag kassiert, sehr gut. Hier ist noch Zinn und Beulengras. Nehmen wir mit. Natürlich sehen wir wieder nichts hier mitten im Baum. Wo müssen wir hin? Abgeben auf jeden Fall. Dann gehen wir mal abgeben. Machen wir am besten hier oben auf dem Grat. Was ist das hier? Gras oder nochmal Zinn. Nehmen wir alles mit, machen wir zu Geld, dem macht sonst was. Auch das mache ich immer off stream oder off record. Uiuiui, immer Panthersse, ohne Ende. Und ich hoffe, dass es das gewesen ist mit Kurzen und seinen Vasallen. Ich möchte mich noch entschuldigen für die Verspätung heute. Ich hatte leider keine Zeit, das eher zu machen. Mögen eure Reisen sicher sein. Und Level up. Braucht ihr Hilfe? Das Licht jetzt. Armschienen des Wasserelementars. Oh mein Gott. Düsterbruch. DB. Redet mit mir. Ein Totem der Blutskalpe. Alles klar, machen wir. Aber jetzt erstmal zu Nessingvari zurück. Da gibt es auch noch einiges abzugeben. Und dann auch hier einiges zu machen. Ich habe eine neue Fähigkeit. Gelernt vergiften. Was ist das denn? Ah, okay. Was? Aha. Also die Blutung. Ah, Schaden und Dauer. Der eure vergifteten klingt tief in das Ziel, treibt sofort Naturschaden verursacht und die Chance, dass eure Gifte auf das Ziel übertragen werden, um 30% erhöht. Ja. Klingt jetzt nicht so berauschend. Da das trotzdem mal relativ schnell geht, dass die Gifte eben auf allen drauf sind. So, hallo. Grünen Hügel, yes. Fort mit euch. Du? Hey, wie geht's euch so? Bleibt gut drauf. Schnappkäfer, Krokodilisten heute. Nur Schlingler und Tiger, machen wir den erstmal. Und zack. Ah, ne, brauchen wir. Kann man nicht plündern, alles klar. Taschendiebstahl sinnlos. Thank you.
Läuft. Also auch wenn wir mal ein bisschen aus Versehen pullen. Oder sogar noch ganz gut, können wir was verkaufen. Natürlich können wir was verkaufen. Du bist 10 gebunden. Okay, brauche ich nicht. Reparieren. Und alles andere später. Königsblut, yes. Nehmen wir mit. Schnappkiefer-Cookies, was ist das? Lebenswurz. Nehmen wir auch das Lebenswurz mit. Kräuterkunde muss ich wieder lernen. Das ist was Neues. Da ist noch ein Königsblut und viele, viele Tiger. Genau, Tiger, halt. Panther, die sind da glaube ich da hoch. Waren zumindest mal da oben. Hier gibt es irgendwie keine Musik. Oder eigentlich. Oh. War nicht fertig. Und okay. Und noch keines Blut. So, es war ein. Jawohl, und noch ein Nieder. Yes. Das sind hier die Panther. Genau. 10 Panther noch umhauen. Auf dem Rückweg machen wir dann noch 2 andere. Hier gibt es noch Blutskalpe irgendwas. Mit denen habe ich anscheinend nicht so viel zu tun. Durch den Schaden komme ich leider wieder raus. Aber das macht erstmal nichts. Können wir vielleicht zwischen den Dicks ein Kraut sammeln, jawohl. Die setzen halt gleich einen Blutungsschaden drauf, das ist auch gut so. Ja, dann wissen die nämlich schon mal, wie es geht. Muss leider noch warten, bis es abgelaufen ist. Das Problem hat jetzt natürlich ein Frostmage nicht. Der kann einfach so lange die Jungs kalten, die kommen gar nicht in der Nahkampfreichweite. Aber ich muss das so tun. Lebenswurz. Junger Schlingendown-Tiger. Nehmen wir den dann noch und ernten den Lebenswurz. Und jetzt auf zum nächsten Panther. Also die einzelnen Klassen haben ja jeweils Vor- und Nachteile. Ein Krieger zum Beispiel könnte man immer den nächsten Mob anstürmen. Was das Ganze natürlich extrem schnell macht. Es geht glaube ich am Level 15 oder 20 oder 10 da. Dass ich jetzt noch 10 Sekunden Zeit habe und den nächsten Mob anstürmen kann.
3, 2, 1. Oh, schön. Aber der hat mich nicht blutig gehauen. Minenarbeiter der Venture Corporation. So, noch ein Panther. Haben wir dann auch bald alle. 5 Kummerpunkte sind fast ein bisschen zu viel für das, was wir hier machen. Theoretisch reichen da. Also 4 finde ich jetzt optimal. Und am Tick. Ja, jetzt aber. Ja. Schattentatzenpanther. Ah. Damit, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich ging immer noch davon aus, dass ich die immer wieder abgeben muss, die Quests. Ah, stimmt, das war bei den jungen Panthern auch schon so. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier noch einen schnellen Tiger finden. Nee, nee. Oh no. Haben sie alle Tiger weggemacht. Oh, jeder von uns einmal. Ich Idiot. 10 Schlingdorn-Tiger, junge Tiger und die Schattentatzenpanther. Ich weiß nicht, wo sie sind. Die sind aber nicht zu unterschätzen. So, was haben wir denn hier noch zu tun? Totem der Blutskalpe, dann machen wir das erstmal. So, ist das Blutskalpe? Hier müsste man sich normalerweise durchknödeln. Wo ist das? Ah, hier. Sim, sehr schön. Seidenstoff. Gut. Hier ist ein alter Schlingdorn-Tiger. Noch ein alter Schlingdorn-Tiger kommt, glaube ich, noch. Wo ist dieses? Das ist eine Silberader. Die wollen mal ein bisschen höher. Da ist noch Königsblut. Silbererz. Hier muss ich mich durchschleichen. Nicht alle Tiger machen, das ist ja wahnsinnig. Aber die Blutskalper hier. Königsblut. Sieht er mich? Ja, der sieht mich. Kommt der direkt auf mich zu? Würde mich mal sehen, wenn ich da was pflücke. Hier ist also Seidenstoff. Wer Seidenstoff farmen will, geht ins Scharlachrote Kloster. Ein, zwei Stacks sind da immer dran. Ah, ja, schon mal, also. Okay, machen wir es mal so.
nur ein Krieger. Ja, das habe ich gesagt, anstürmen. Anstürmen ist das halbe Leben. Was gibt es hier so zu suchen und zu finden? Schrifttafel der Blutskalpe. Ah, okay. Ach, die können wir jetzt wieder plündern. Gibt da irgendeinen melden, ja? Schrifttafel der Blutskalpe. Hier ist Boilengras. Königsblut Zinn. Auf zum Zinn. Da fehlt mir eigentlich noch ein. Ah, die Schamanen haben die Totem. Das heißt, sie ist sie. So, und das ist jetzt hier oben. Und dann kommen wir da hoch. Dann wieder außen rum. Natürlich außen rum, wie sonst. Und ich denke, ich beende diese Folge hier mal. Das Totem suchen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, das hat es. Gerne einen Daumen oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Thomas.